So, heute habe ich den Convite-Tester mal bei meinem wunderschönen, unaufgeräumten, eklig dreckigen Chevrolet Spark angeschlossen. Und habe mir gedacht, dann testen wir das mal, dann machen wir mal. Mal gucken, ob er Fehlercodes drin hat. So, was haben wir denn hier Feines? Upsala, Finger sind ein bisschen dreckig, ich habe geschraubt. Enter, Menü, Diagnostik. Dann gucken wir mal, was er diagnostiziert. So, your response will install data to save data from the test. Yes. Monitor NR. Read codes. Please wait. No codes are stored in the module. Okay, press anything. Okay. Race Codes, Live Data, mal gucken, was bei Live Data dabei rauskommt. Reading Pit. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. View Data. Complete Data Set. Fuel System. Okay, Umdrehung und so weiter und so weiter. Escape. 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 Ich weiß nicht, ob man. Oh, warte mal. Das System Setup. Jetzt gucken wir mal. Englisch, haben wir auch Deutsch. Natürlich, sehr gut. Kontrast, Maßeinheit, Scanner selbst testen. Okay. Diagnose, Daten drucken. Daten nochmal ansehen. Speichern, ja. So, lösche Codes. Natürlich, lösche Fehlercodes. Zündung nicht. Zündung an, nicht starten. Okay. So. Lambda-Sonde-Prüfung können wir auch machen. Und direkt auslesen. Allemal kann echt. Niedrige Sensorspannung zeigte mir an, ja klar, ich habe ja auch den Motor nicht an, ist ja logisch, glaube ich. So. So, was können wir noch? Monitorprüfung, Komponentenprüfung können wir noch machen. Leakprüfung? Was? Das geht? Das geht doch gar nicht. Vielleicht bei dem Auto. Fahrzeuginfo. Zündung an, nicht starten. Ach, leck mich im Arsch, Mann. Zündung ist an, nicht starten. Lese Informationen. Mhm. Modul verfügbar, Maßeinheit, was gibt es denn noch? Es gibt eigentlich nichts Besonderes mehr. Live-Daten. Datenanzeige. Komplette Datenliste. Okay, da haben wir wieder das alte Fuel System. Shift Load PTC. Ah, aber ist auf jeden Fall ein echt cooles Gerät für einen coolen Preis. Kostet nur ein paar Euro und ich sag mal, ist auf jeden Fall geiler als diese Dongles. Beenden Sie den Test? Ja. Ist auf jeden Fall meines Erachtens geiler als diese Dongles, die man dann mit dem Handy verbindet per Bluetooth und dann das Ding ist schon mal nicht schlecht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann.